Wir bei Nacht und damit so fahren.
Verschiedenen Gemeinden, aus der griechischen und orthodoxen Gemeinde, den Vater Panagiotis, aus der jüdischen Gemeinde, den Vorsitzenden Lev Schwarzmann, aus dem Moscheeverein von der Duisburger Straße, Bayram Bükig. Und wir haben auch Vertreter und Vertreterinnen der verschiedenen Pfadfinderverbände, des Stammes Heinrich Seuser, natürlich, sag mal, das ist ein Heimspiel, aber eben halt auch von der evangelischen Pfadfindergruppierung vom VCP aus Essen-Delwig und eine Pfadfindergruppe vom Bund Deutscher Pfadfinder aus Dienstlaken. Herzlich willkommen und ihr tragt genau wie wir eben halt das Friedenslicht in die Welt und das ist gut so. Friedenslicht aus Bethlehem, diese Aktion gibt es seit 33 Jahren. Wer ein bisschen Fernsehen guckt, weiß gar nicht, wie die Sendung heißt, mit Florian Silbereisen, da wird das immer entzündet. Dieses Fest der 1000 Lichter, wo das Friedenslicht eben halt ausgesandt wird, Friedenslicht in der Geburtsgrotte Bethlehem entzündet und dann über den weiten Weg, über Tel Aviv, letztlich nach Wien gekommen. Aus Wien gestern Abend in einem großen Gottesdienst ausgesandt und heute Mittag in Essen angekommen. Auch dort wird es im großen Gottesdienst ausgesandt mit der herzlichen Einladung, bitte
das Licht und den Friedenswunsch letztlich mit in die Familien, mit an den verschiedenen Orten, wo man lebt, mitzunehmen. Die Aktion Friedenslicht steht dieses Jahr unter dem Thema Mut zum Frieden. Wie schön das wäre, endlich Frieden. Alle Völker gemeinsam auf dem Weg, ohne Machtinteressen und Gewinnstreben. Kein Volk besser als das andere. Keines, das sich auf Kosten anderer bereichert. Keines, das sich als Richter erhebt. Keine Rache, keine Strafe, keine Vergeltung. Man übt nicht mehr für den Krieg. Man lebt von dem, was die Erde hergibt. Ausreichend für alle. Wie schön das wäre. Alle Menschen gemeinsam auf dem Weg. Miteinander statt gegeneinander. Kein Mensch ist besser als der andere. Kommt, lasst uns beginnen. Jetzt. Du und ich. Wir singen jetzt das Lied Ein Funke aus Stein geschlagen und dabei wird das Friedenslicht weitergereicht. Sie dürfen erstmal noch ein bisschen mehr in die Jurte kommen. Wenn wir noch ein bisschen zusammenrücken, dann passen noch mehr Menschen hier hinein. Das soll ja nicht nur für uns gedacht sein. Und die Kinder mit den Fürbitten und die Konfirmanden, die was vorbereitet haben, die Pfadfinder, die was vorbereitet haben, wenn die alle zu mir kommen, dann wäre das jetzt gut. Und rücken Sie zusammen, desto mehr passen hier in die Jurte. Wir haben noch Platz. Genau, und du auch. Ich halte für dich. So, wenn wir denn alle haben, wie kann denn ein friedliches Miteinander funktionieren? Und was können wir eigentlich selber dafür tun? Wo können wir selber ein Zeichen für den Frieden und gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit setzen? Und wofür braucht man vielleicht manchmal auch ein bisschen Mut? Wenn man sich für andere Menschen einsetzt, sich selber gegen Ungerechtigkeit zu wehren,
der andere Menschen, zum Beispiel in der Nachbarschaft, im Freundeskreis da sein. Niemanden verletzen, nicht mit Worten, Händen oder Füßen. Menschen versuchen zu akzeptieren, auch wenn sie anders sind als man selber. Hilfe anbieten, wo sie gebraucht wird, und einander unterstützen. Hetze. Nicht wegschauen, sondern sich kümmern. Auf dem Bild hinter uns sieht man die tschechische Pfadfinderin Lucy bei einem Aufmarsch von Neonazis zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Lieber Gott, lass uns auch so mutig wie Lucy rassistischer Hetze und Parolen entgegenstellen. Lass uns stattdessen für ein friedliches Miteinander aller Menschen, egal welcher Religion oder Herkunft, einstehen. Mut steht auf der Weltkugel, die ich in der Hand halte. Die Kugel steht sonst beim Pfadfinder in der Vitrine. Sie stammt aus der Burg Dinklage, dem Geburtsort des seligen Kardinals von Galen, dem Löwen von Münster. Lieber Gott, lass uns wie der Löwe von Münster die Stimme erheben, wenn böse Mächte den Frieden der Völker bedrohen. Wenn Kinder miteinander Zank und Streit haben und gar nicht mehr miteinander spielen wollen. Lieber Gott, lass uns Mut haben, den ersten Schritt auf den anderen zu gehen und uns wieder vertragen. Denn der Friede beginnt bei uns selbst. Um den Mut zum Frieden bitten wir dich, Gott. Um den Mut allen entgegenzutreten, die an gewaltsame Lösungen denken, die rassistisch handeln wollen und mit Gedanken zum Krieg spielen. Mut wächst immer mit dem Herz und das Herz mit jeder guten Tat. Du guter Gott, wenn uns der Mut verlässt, wenn wir müde werden und resignieren wollen, lass uns nach oben schauen, lass uns auf das Kreuz Jesu schauen. Gib uns die Kraft, weiterzugehen, und sei an der Seite aller Menschen, die heute nicht wissen, wohin ihr Weg sie führen wird. Der Mut zeigt, macht Mut. Jesus Christus ist das Friedenskind aus Bethlehem, dessen Licht in die Welt leuchtet. Gott hat seinen eigenen Sohn gesandt, um unter seinen Feinden zu leben und mit den Menschen Frieden zu schließen. Wir singen gemeinsam das nächste Lied, Tivenu Shalom Alechem. Wir bringen Frieden euch allen. Wir bringen Frieden.
Du bist ein Gott des Lebens und du willst, dass wir Menschen in deiner Schöpfung das Leben in Fülle haben. Wir kommen voller Ängste zu dir, ratlos und ohnmächtig angesichts der Gewalt um uns und in uns. Wandle uns in die Tiefe unseres Herzens, zu Menschen, durch die dein Frieden in unsere Welt getragen wird. Segne mit deinem Geiste schöpferischen Fantasie und Geduld alle Menschen, die mit uns auf dem Weg sind, zu deinem Reich des Friedens. Sende deinen Geist auch in die Herzen derer, die gefangen sind im Netz der Gewalt, als Täter oder Opfer. Und lass uns nie die Suche aufgeben nach dem Gespräch mit ihnen. Wir laden Sie noch ein zum Verweilen bei Glühwein, bei Tee, bei Keksen, bei Stockbrot, bei Würstchen. Dazu möchte ich gerne was sagen. Diese Würstchen sind von der Firma Diekerhoff aus artgerechter Tierhaltung. Da legen wir sehr großen Wert drauf und wir freuen uns über Spenden ins Spendenschwein, was Sie vorne bei Glühwein und Würstchen finden. Dieses Geld wird verwendet für die Kinder- und Jugendarbeit. Und wir hoffen, dass Sie dieses Licht von heute weitertragen zu Freunden, zu Nachbarn, Ihrer Familie und wünschen Ihnen eine noch sehr schöne Adventszeit. Da kannst du auch da hingehen.